Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist das neue Label sehr gut. Es gibt wieder mehr Anreize für energieeffiziente Geräte. Und es ist wichtig, dass ich zwei Dinge dabei beachte. Zum einen, passt denn das Gerät, was ich suche, eigentlich zu der Größe, die ich benötige? Ist der Kühlschrank vielleicht zu groß? Und das zweite ist nochmal auf den Verbrauch zu achten. Das kann man sehr gut überprüfen, beispielsweise bei CO2 Online auf stromspiegel.de. Und auch dort finde ich noch viele Informationen, wie ich mit dem Label wirklich eine gute Kaufentscheidung treffen kann. Ich finde die Frage seriös zu beantworten sehr schwierig, weil wir gerade einen sehr turbulenten Markt erleben. Also wir haben durch die Pandemie Verschiebungen von Preisen. Zum ersten Mal seit vielen Jahren gehen auch Preise nach oben. Das war früher konstant bergab. Und wir haben eine Knappheit auf der Produktion von Halbleiter-Zeugs. Da ist überraschend, wo das alles drin ist. Selbst durch den Föhns teilweise und so. Die können jetzt nicht mehr in der Qualität hergestellt werden. Das heißt, wir haben gar nicht so viel Neuware gerade auf dem Markt. Die haben Produktionsschwächen. Ich glaube, wir können es einfach noch nicht beurteilen. Noch mal ein halbes Jahr warten oder ein Dreivierteljahr, da kann ich antworten.